Hallo und willkommen zurück in der Dunkelheit. Ganz offensichtlich. Warte mal, ich will mal eben was trinken. Ja, ist eigentlich völlig egal. Ist wirklich egal, weil wir noch ganz viel zu erkunden haben. Auf der anderen Seite, das werde ich aber erst später in Angriff nehmen. Also ich versuche hier halt erstmal so lange wie möglich zu überleben. Ja. Finde ich die Tür. Ah. Sehr schön, sehr schön. Ist das nicht toll? Ja. So, jetzt ist die Frage, wo ich mich als nächstes umschaue. Ich glaube, ich würde. Zur Kirche gehen. Ja, ich weiß, ich habe da hinten noch meine Sachen. Die bleiben da erstmal. Was schreit denn hier immer so? Bin ich hier schon drin gewesen? Ich weiß es nicht. Oh, ja. Bin ich? Das war dicht. Ich wollte nur mal gucken. Ich würde eigentlich ganz gerne noch hier draußen einiges erkunden. Sind das Kaninchen, die da schreien? Runter. Und wenn ja, komme ich hier wieder hoch. Ja, doch, auf der anderen Seite. Sollte eigentlich kein Problem sein. Ich hoffe nur, ich krache jetzt nicht ein. Was ist denn das hier alles mit dem Holz? Ah, okay, da kann ich noch ganz durch. Ja. Vogel ist das nicht, was hier schreit. Glaube ich zumindest. Ein komischer Vogel. Ich hoffe, das bricht hier jetzt nicht. Es ist immer so blöd, wenn man auf dünnem Eis steht. Das siehst du jetzt ja erstmal nicht zwangsläufig. An manchen Stellen schon. Aber nicht unbedingt immer. Kann die nicht einzeichnen, ne? Nee. Wie hässlich. Ja, hier gibt es aber auch nichts. Ich hätte trotzdem gerne noch eine Karte gehabt. Ist gut. Dann laufe ich jetzt mal hier rüber. Schnell weg. Eigentlich wollte ich zur Kirche, aber wir können auch mal eben hier lang laufen. Ist auch noch stockduster, aber die Sonne geht langsam auf. Doch ein bisschen Schiss, wenn wir irgendwann mal einem Bären begegnen, ne? Weil ich überhaupt gar keine Ahnung habe, wie die Bären reagieren. Ich hoffe, das kracht mir hier nicht ein. Mensch. Jetzt mal das Karnickel in Frieden. Falls es dann ein Karnickel ist. Ich dachte gerade, das bricht. Also es wird einem im Übrigen vorher oder kurz vorher angezeigt, wenn es bricht. Ist nett, ne? Aber so schnell kann man gar nicht immer zwangsläufig reagieren. Es ist auf jeden Fall nicht ratsam, über Eis zu rennen. Ja. Auch das ist nicht ratsam. Das
kommt, weil ich dem Eis auf den Weg gehen wollte. Was habe ich jetzt davon? warte mal. Stauchter Knöchel, Schmerzen. Wir haben ja genug, ne? Wir haben ja alles. So. Und davon haben wir gar nicht so viele. Aber das macht nichts. Wie gesagt, Bartflechten sammeln und daraus einen Verband herstellen. Das sollte funktionieren. Hier ist eine kleine Brücke. Machen wir jetzt mal nicht. Okay. Ja, das Haus kenne ich. Kennt man ebenfalls aus der Story. Nee, das brauche ich nicht. Aber Feuer machen tun wir hier nicht so viel. Das sind gerade Hirsche. Ich deute das mal als gutes Zeichen. Ich glaube, hier tummeln sich auch viele Wölfe rum. Hier kann man, glaube ich, gar nicht ran, ne? Beziehungsweise rein. Ist das nicht so ein Kornspeicher oder sowas? Ich weiß es nicht. Kenne mich doch nicht so aus. Auf jeden Fall eine schöne Nacht, um wandern zu gehen. Bauernhof von was? Paradisaun? Ja, ist okay. Gehen wir mal so hin. Genau, da hinten ist noch. Nee, warte. Hier ist die Hütte, ne? Oh. Danke. Das ist nett. Und dann war ein Jagdmesser, brauchen wir nicht. Warum die komische Musik? Welche Begründung? Hier haben wir eine Säge. Eine Säge wäre eigentlich nicht schlecht. Und das wäre auch gut. Bügelsäge. Ich lasse sie erstmal noch. Kater Hydro Energy. Okay. Sie macht mich ein bisschen nervös gerade. Oh, danke. Ich weiß gar nicht mehr, wofür die Bügelsäge gut ist. Achso, habe ich schon reingeguckt? Okay. Falsche Seite. Tada.
Okay. Hier müsste man eigentlich auch gut Ressourcen finden. Ach nö. Also dafür mache ich jetzt nicht extra eine Dings an. Ih, das ist ja unheimlich. Finde ich nicht endlich mal so eine verdammte Lampe? Ja, hier ist noch ganz viel zum Erkunden. Ja, wir machen mal eben, warte mal. Das geht anders. So auf jeden Fall schon mal nicht. Ah, es werde Licht. Ja, kannst du wegpacken. Brauchen wir nicht. So, hier haben wir ganz viel Dosenfutter. Ja, ich weiß, normalerweise kann man das ja alles untersuchen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon so beladen, dass ich hier eigentlich gar nicht wissen will, was da drin ist. Und ich einfach nur noch ausschauen nach einer Lampe halte. In die Schränke werden wir natürlich gleich nochmal gucken. Eine Lampe wäre schon echt cool. Also das dauert auch ziemlich lange, bis man hier eine bekommt, muss ich sagen. In diesem Durchlauf zumindest. Weil eigentlich habe ich die mal recht fix gehabt. Also zumal wir ja auch noch auf den leichtesten Spielmodus spielen. Aber so sehe ich hier gerade keine. Müssen wir vielleicht doch durchsuchen. Ich lasse das jetzt zurück. Wir werden irgendwann. Vielleicht lasse ich mir dieses Haus auch. Bis ich hier verschwinde. Und dann habe ich immer noch so einen Ort, wo ich noch genug Vorräte habe. Obwohl es wahrscheinlich schlauer wäre, wenn man das weiter vorne tut. Weil ich ja in eine bestimmte Richtung gehen möchte. Möchte ich auch nicht mitnehmen. Ja, hier wird bestimmt keine Lampe drin sein. Aber es wäre schon cool, das macht vieles leichter. Guck mal, wie viele Vorräte du hier hast. Nee, komm, das nehme ich jetzt mal alles nicht mit. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ich brauche halt nichts, ne? Also ich brauche wirklich gar nichts. Es geht mir voll toll. Was ich gut gebrauchen könnte, sind Klamotten, um weiter zu nähen. Das möchte ich jetzt aber eigentlich gerade noch gar nicht machen. Vielleicht kommen wir hier später. Oh, da stehen Schuhe. Hier gibt es auf jeden Fall sehr viel, was wir uns nehmen können. Es ist halt, ja. Ich bin ja schon voll. Was soll ich das jetzt alles mit mir rumschleppen? So, ich würde aber ganz gerne. Erstmal würde ich ganz gerne was trinken. Ich habe im Übrigen am Ende des letzten Parts noch ganz viel Kaffee und Tee gekocht. Und beim Tee weiß ich gar nicht, ob der, wenn er abkühlt, noch eine Wirkung hat. Der Kaffee hat, glaube ich, eine Wirkung, trotz alledem. So, was haben wir hier noch? Wow, dann war ein Kletterseil. Muss ich mir merken. Können wir mal eben einzeichnen. Hehe. Das können wir tun. Genau. Sehr schön. So, jetzt ist halt die Frage, wo ich lang möchte. Ich möchte mal hier lang. Kommen wir, glaube ich, zur Kirche. Und die Nacht, wenn die Nacht einbricht, kommen wir hier zurück. Kommen wir hier nicht zur Kirche? Sieht komisch aus.
Vielleicht findet man ja auch noch einen schönen Bunker oder sowas. Da weiß ich nicht, wie die gelegt sind. Weil Timo hat mir zum Beispiel mal erzählt, dass die random auftauchen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Bei den Stories hatte man die ja auch. Da waren die natürlich fest. Also hatten die einen Festplatz, glaube ich zumindest. Also gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ich muss gestehen, im Survival-Modus. Ach, hier komme ich auch darunter. Im Survival-Modus habe ich auch noch nie einen gefunden. Und ich wüsste jetzt auch gerade gar nicht. Ich kann mich nur von der Story her an das idyllische Tal erinnern. Ich glaube, das war das idyllische Tal, wo man jetzt in der dritten Episode war. Wo da der Bunker ist. Hier? Keine Ahnung. Das wäre dann auf gut Glück. Jetzt wird sie natürlich super schnell müde, ne? Nee. Hier, trink mal. Wir finden bestimmt noch woanders. Kaffee. Erschöpfung verringert. Tada! Hä? Jetzt bin ich ja einfach nur einmal rumgelatscht. Toll. Naja. Dachte, ich komme bei der Kirche raus. Das ist aber schade. Ja, okay. Gehe ich die Straße wieder hoch. In die Richtung können wir uns auch noch umschauen. Mache ich auch noch bei Gelegenheit. Läuft da ein Wolf? Nein. Ist eigentlich auch Schnurz, weil eigentlich tun die ja nichts. Trotzdem immer ein bisschen Respekt. Weiß ja nicht, wodurch man die provozieren kann. Vielleicht ist ja meine bloße Anwesenheit auch schon Provokation genug. Ne? Schafft sie das? Wollen wir das probieren? Ich bestimmt gleich wieder einen Knacks. Also ich verstauche mir bestimmt gleich was. Lauf! Ich dachte, ich habe meine Erschöpfung verringert. Es sinkt ja trotzdem weiter. Was soll denn das? Nein, stand da ja aber. Also der Kaffee hat schon gewirkt. Und was ist hier? Hallo. Ich bin's. Faszinierend. Sehr wenig Höhlen, ne? Naja. Sind ja auch überall Häuser. Wozu dann Höhlen? Das war ein Specht. Ist die Kirche. Hier scheint es nicht wirklich etwas zu geben. Also hier kommt man auf jeden Fall nicht weiter. Hallo. Kleine Häschen. Na? Hier ist Birkenrinde. Die muss man trocknen lassen. Birkenrinde habe ich selten benutzt.
Oder eigentlich habe ich sie. Eigentlich habe ich sie gar nicht benutzt. Ja, du musst jetzt noch ein bisschen. Warum will ich denn immer beim Essen rein? Du musst jetzt noch ein bisschen durchhalten. Ich vertraue jetzt auch einfach mal darauf, dass wir noch mehr Kaffee finden. Weil das ist einfach zu früh, dass sie jetzt schon schlapp macht. Oh! Na? Das hat schon gleich eine ganz andere Atmosphäre, finde ich, ne? Also hier ist man halt doch ein bisschen sicherer aufgrund der Häuser und natürlich auch durch die ganze Nahrung, die man in dem... Naja, das ist ja je nach Spielmodus. Wenn man jetzt auf schwer spielt, würde man hier wahrscheinlich kaum etwas finden. Wir beim Stumpflusstal waren, obwohl da habe ich auch schon einiges gefunden. Aber es war doch, also es gab schon den einen oder anderen Moment, wo ich so dachte, das dauert nicht mehr lange. Die geht gleich hops. Und dann hat man aber doch wieder was gefunden. Also ganz so schnell geht es auch nicht. Mit dem Hops gehen. Scheint stürmischer zu werden. Ich will gucken, was hier noch so ist. Ich glaube, hier ist gar nichts, ne? Kann das sein? Aus dieser Richtung sind wir ja auch hier angekommen. Ich glaube, hier brauchen wir uns gar nicht wirklich umschauen. Man da lang? Nee. Glaube nicht. Geh mal hier hoch. Kleinen Überblick verschaffen. Genau. Da ist auch schon dieser Wohnwagen, bei dem wir ja waren. Was man höchstens noch gucken könnte, ist auf der anderen Seite. Aber ich glaube, da war jetzt auch nicht so sonderlich viel, ne? Da waren nur diese... Das ist aber ein Hirsch, ne? Von Elch habe ich jetzt auch nicht so unbedingt Bock. Genau. Hier waren wir, als wir angekommen sind. Dixie-Klos gibt's hier. Toll, ne? Nein. Ach, die hatte ich eingezeichnet. Okay. Ist gut. Ja, okay, dann war jetzt nicht so spektakulär, ne? Boah. Ja, da lässt der Kaffee wieder nach. Verseht. Verseht. Da hinten ist der Eingang. Glaube ich. Der Ausgang, also die Höhle, von der wir gekommen sind. Aus der wir gekommen sind. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Guck mal da. Da ist ein Friedhof.
Nee, ich will doch hier rein. Da. Ich mir hier angucken. Will ich mir das angucken? Warum nicht? Ist ja nicht schlimm. Emily Camp. 63 bis 81. War das der Grabstein, den man in der Story gefunden hatte? Ich weiß es nicht mehr. Liam. Code. Jetzt die Bänke hier auseinandernehmen. Ja, die Bänke lassen wir mal, wie sie sind. Schade, ich dachte, ich hätte ein Geheimversteck gefunden. War aber keins. Ja, ein neuer Ort entdeckt. Immer noch keine Lampe. Wird stürmischer. Ach, die war ich ja auch schon drin. Das ist ja ärgerlich. Aber da war ich noch nicht dran. Socken. Kann man machen, muss man nicht. Taylor Clark. Und ungefähr im selben Zeitraum geboren und gestorben, ne? Auch strange. Es liegen immer nur ein paar Jahre dazwischen. Ich glaube, ich gehe hier lang. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich hier den Weg nicht finde, falls es gleich richtig anfängt zu stürmen. Könnte man sich noch mal umschauen. Aber ich habe so das Gefühl, dass das nichts mehr wird. Oh. Wo denn? Er zeigt mir mal was an. Dann kommt hier gar nichts. Gut, dann gehen wir wieder zum Haus. Und dann sacke ich da jetzt ein bisschen die Stoffe zusammen und nehme meine Kleidung. Man sieht hier auch nicht ganz so viel. Wobei, es geht eigentlich mit dem Wetter. Also kann man machen. Wie viele Hirsche es hier gibt, ey. Das ist schon echt krass. Also die eine Richtung ist schon mal abgehakt. Diese Richtung könnte man sich auch noch umschauen. Ich nehme auf jeden Fall alle Richtungen mit. Das machen wir. Finde ich toll. Okay, dann sind wir auch gleich schon da. Das ist eine Bank. Ich weiß gar nicht, war da ein Kamin drin oder sowas? Muss ich mal eben gucken. Und dann werde ich den Part auch gleich beenden.
The Long Dark bin ich immer irgendwie bei 30 Minuten oder so, ne? Aber es ist auch, also so 15 oder 20 Minuten lohnen sich hier nicht unbedingt. Das ist schon gut, wenn man da ein bisschen mehr macht. Hey, letzten Endes ist es ja jedem selbst überlassen. Sowieso. Was haben wir da hinten? Ja. Gucken wir mal, ob ich den brauche. Ich lasse den erstmal noch hier. Ja. Ach, Schuhe standen da noch, ne? Toll, da ist gar nichts drin. Doch, hier ist ein Kamin. Das ist cool, einfach für die Sicht. Na. Ja. Und eine Gipfelbrause, weil ich auch schon so wenig davon habe. Oh, hier ist eine Truhe. Vielleicht ist da ja was Schönes drin, ne? Was? Ich sagte was Schönes. Da ist gar nichts drin. Nix, nix. Wir machen aber für die Nacht auf jeden Fall. Ja, der wird immer schwerer. Ich glaube, das geht tatsächlich so weit, dass sie sich irgendwann gar nicht mehr bewegt, wenn man es übertreibt. Kaffee. Hier haben wir auch ein Buch. Hier haben wir auch ein Buch. Kommt bestimmt gleich aus den Latschen. Leer. Da haben wir noch ein Buch. Da haben wir noch ein Buch. Ich glaube, das reicht. Mehr Bücher brauche ich nicht. Ja, das ist natürlich schade so. Mit der Lampe. Sehr, sehr schade. Was ist das? Nichts. Kann ich nicht nehmen. Was gibt's hier? Ja, wie gesagt, das hier lasse ich mir. Streichhölzer. Doch, Streichhölzer möchte ich mitnehmen. Streichhölzer kann man dann doch mal eher gebrauchen. This will come in handy. Okay, dann. Würde ich sagen, verschanze ich mich jetzt hier. Und im nächsten Part werde ich dann mit dem Nähen anfangen. Damit wir das alles mal auf 100% kriegen. Okay, ich danke fürs Zusehen. Tschüssi.